Seit einigen Jahren wird das Blasrohrschießen von mehr und mehr Menschen als spaßiges und anspruchsvolles Hobby entdeckt. Wir merken das. Die Nachfrage ist bei uns weiter hoch und wir werden auch nach immer mehr Zubehör gefragt. Was uns bisher noch fehlte, waren Spitzen für die Blasrohrdarts. Umso mehr freut es mich, dass wir diese Lücke nun endlich schließen können. Seit dem Spätsommer 2020 haben wir mit Alexbow eine Marke im Sortiment, durch die wir in diesem Bereich immer mehr anbieten können. Blasrohre, Köcher, Handschlaufen, Mundstücke, Scheiben und, und. Aber vor allem auch hochwertige Carbon-Darts mit passgenauen Cones in mittlerweile 8 verschiedenen Farben. Diese Darts sind wirklich sehr stabil und leicht, womit sie sich auch auf größeren Entfernungen schießen lassen. Bisher hatten wir diese Darts genau so im Sortiment und nun vervollständigt Alexbow eben das System mit Stahlspitzen zum Aufkleben. Und da geht mir wirklich das Herz auf, weil damit genau das erreicht wurde, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich ein System, genau wie im Bogensport, mit dem man sich seine Pfeile aus einzelnen Komponenten genau so zusammenstellen kann, wie man das braucht. Vor dem Sommer 2020 haben wir von Cold Steel noch nicht einmal die Cones für ihre Darts als Ersatzteil bekommen können, was mich und viele KundInnen sehr geärgert hat. Nun haben wir nicht nur die Cones in einer großen Farbauswahl, die Schäfte einzeln, nein, wir haben auch noch verschiedene Spitzen zur Auswahl. Also, was können wir jetzt genau anbieten? Alexbow hat gleich eine ganze Reihe verschiedener Spitzen auf den Markt gebracht. Es gibt insgesamt 4 Typen, einmal aus Stahl und 3 Formen aus Edelstahl. Ich fange aber mit den Stahlspitzen an, die ich hier auch schon auf die Darts aufgeklebt habe. Es gibt eine Gewichtsauswahl, und zwar 0,7 Gramm oder 1 Gramm. Alexbow verkauft sie als 1,1 Gramm, die große Version davon. Aber tatsächlich kommt das nicht ganz hin. Vielleicht gab es da Anpassungen bei der Form oder sie haben sich vielleicht bei der Dichte etwas verschätzt. Auf jeden Fall haben wir die nachgewogen und die, die wir bekommen haben, sind eher 1,0 Gramm oder ganz leicht darüber. Und dann gibt es eben noch 3 verschiedene Spitzen aus Edelstahl. Diese hier heißt Nummer 1. Dann haben wir eine Nummer 2 und eine Spitze, die einfach als lang bezeichnet wird. Hier gibt es keine Gewichtsauswahl. Alle Edelstahlspitzen wiegen 1,1 Gramm. Ich möchte nun kurz etwas zur Passgenauigkeit sagen. Da sind uns nämlich Unterschiede aufgefallen und dann möchte ich auch noch darauf eingehen, was das Gewicht denn nun wirklich für eine Auswirkung hat. Die Stahlspitzen sind tatsächlich relativ passgenau gefertigt und machen auch von der Oberfläche einen ziemlich guten Eindruck. Ich weiß leider nicht, aus welchem Material diese genau sind und wie das mit der Korrosionsbeständigkeit aussieht. Ich habe hier diesen Messfall mitgebracht mit einer Spitze von Vinnies, die hatten wir auch mal im Sortiment und das ist für mich ein sehr ähnlicher Werkstoff. Die Spitzen habe ich selbst jahrelang in der Halle geschossen und hatte damit im Grunde keine Probleme. Dieser Pfeil lag jetzt eine Weile bei höherer Luftfeuchtigkeit im Keller und da es ein Messpfeil ist, wird dieser nicht geschossen. Und hier kann man eben sehen, dass die Spitze über die Zeit ein bisschen angelaufen ist. Das ist also ungefähr das, was ich von den Stahlspitzen von Alexbow erwarten würde, wenn man diese vor allem indoor benutzt, nicht feucht lagert und sofort wieder trocknet. Wenn man damit im Regen geschossen hat, sollte das eigentlich kein Problem sein, aber natürlich muss man ein bisschen darauf achten. Die Edelstahlspitzen sind noch einmal eine ganze Ecke hochwertiger, was die Oberfläche angeht. Und natürlich darf ich hier davon ausgehen, dass es keine Probleme mit Korrosion geben dürfte. Aber ich muss sagen, dass ich mit der Passung nicht bei allen Spitzen zufrieden bin. Während das bei den Stahlspitzen wirklich fast spielfrei hineingeht und ich beim Einkleben schon fast Probleme hatte, mit dem Heißkleber noch den Carbonschaft in die Spitze zu drücken, haben die Schäfte bei den Edelstahlspitzen deutlich mehr Spiel. Am besten sieht das eigentlich noch bei der Spitze Nummer 1 aus. Die hat auch diesen schönen Übergang von der vom Durchmesser der Spitze zum Durchmesser des Schaftes. Die Spitze Nummer 2 hat diesen Übergang nicht und ich hoffe, dass man das jetzt hier im Bild auch erkennen kann. Aber da kann ich also schon ganz ordentlich dran wackeln. Das ist keine richtig gute Passung an dieser Stelle. Bei der langen Spitze ist es ein kleines bisschen besser, aber auch hier ist die Passung nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnte. Vielleicht lässt sich das Ganze mit der richtigen Menge Kleber auch ein bisschen ausgleichen. So ausführlich konnte ich das jetzt leider nicht testen. Aber ich finde es schon schade, weil das bei den Stahlspitzen ja auch so viel besser aussieht. Naja. Ansonsten sind die Spitzen alle sauber gearbeitet, aber auf die Thematik wollte ich auf jeden Fall hinweisen. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, dass man die Spitze dennoch gerade aufklebt, damit die Darts auch wirklich sauber fliegen.
Die Frage ist nun, was für einen Einfluss hat denn das Gewicht? Was kann ich damit überhaupt tun? Die Carbon Darts von Alexpo wiegen mit Konus etwa 1,9 Gramm. Das Gewicht der Spitze erhöht das Gesamtgewicht also um rund 50%. Zum Vergleich, wer die Mini Broadhead Darts von Cold Steel kennt, diese wiegen ziemlich genau 4 Gramm und die Broadhead Darts wiegen ungefähr 5 Gramm. Also, das ist wirklich schwer und für mein Empfinden auch immer zu schwer gewesen. Das Gewicht des Carbon Darts mit Spitze liegt also jetzt irgendwo zwischen den Carbon Darts ohne Spitze und den Mini Broadhead Darts von Cold Steel. Mit der 0,7 Gramm Spitze, also die kleinste im Sortiment, wiegt der Dart 2,6 Gramm und ist damit nicht sehr viel schwerer als die Bambus Darts von Cold Steel, die 2,4 Gramm wiegen. Und ansonsten liegt man eben um die 3 Gramm Gesamtgewicht. Ich finde, das Gesamtgewicht ist auch das Entscheidende an der Sache und das, was man auf der Scheibe und beim Schießen am Ende am stärksten merkt. Ich denke, das muss jeder auch einfach selbst ausprobieren. Wer genug Luft in der Lunge hat, dem können schwere Darts durchaus helfen, gleichmäßiger zu gruppieren. Hier kann ich eigentlich nur empfehlen, leichte und schwere Spitzen zu bestellen und beides einfach mal zu testen. Aber eine andere Sache finde ich sehr interessant und die möchte ich noch ein bisschen beleuchten und das ist der FOC. FOC, wer es nicht weiß, steht für Front of Center und ist ein Begriff, der im Bogensport sehr wichtig ist. Im Grunde beschreibt er nur, wie weit der Massenschwerpunkt vor der geometrischen Mitte eines Pfeiles liegt. Wenn ich jetzt hier so ein Stück Bambus habe, was 20 cm lang ist, dann befindet sich der Massenschwerpunkt und die geometrische Mitte bei 10 cm und ich kann das also genau so auf dem Finger balancieren. Wenn ich jetzt aber mehr Gewicht an eine Seite anbringe, durch eine Spitze, wandert der Massenschwerpunkt auch dorthin und mein Pfeil wird dann einfach irgendwann vom Finger fallen. Und das ist genau das, was man bei Pfeilen eigentlich möchte. Wie alle Projektile fliegen Pfeile in einer Parabel. Ich schieße den Pfeil also übertrieben dargestellt so ab und er soll so ankommen. Das heißt, im Flug soll er eben nach vorne kippen, damit das Ganze sauber funktioniert. Der FOC wird dabei in Prozent angegeben und gibt an, wie weit der Schwerpunkt vor der Mitte liegt. Und das finde ich eben sehr spannend. Ohne Spitze haben die Carbon Darts von Alexpo einen negativen FOC, das heißt, der Massenschwerpunkt liegt hinter der Mitte. Mit den Spitzen, je nachdem, welche Version es dann eben ist, liegt er zwischen 5 und 10% vor der Mitte. Die genauen Daten und Formeln für den FOC haben wir bei den Artikeln im Shop in die Beschreibung aufgenommen. Wer sich dafür interessiert, einfach mal reinklicken. Jetzt ist natürlich eine Frage, wie viel das ausmacht. Von der Logik her ist es richtig, auch ein Geschoss aus einem Blasrohr fliegt eine Parabel. Das heißt, auch so ein Dart sollte einen positiven FOC haben. Ich muss zugeben, dass ich den Einfluss nicht richtig spüren konnte, also ich habe es ausprobiert und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Flug signifikant sauberer geworden ist, aber ich bin auch kein erfahrener Blasrohrschütze. Es mag gut sein, dass andere den Unterschied deutlich stärker spüren können als ich. Ich finde einfach toll, dass es hier eine Möglichkeit gibt, damit zu spielen und ich bin mir sicher, dass es einigen helfen wird, noch präziser mit dem Blasrohr zu werden. Das soll es erstmal sein zu den neuen Spitzen für Blasrohr-Darts von Alexpo. Alle Produkte sind wie immer unten verlinkt und noch mehr Infos, Maße und Details finden sich wie erwähnt bei uns im Shop. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage wie immer, bis zum nächsten Mal.